So, mit einem sehr netten Gesprächspartner, sein Name im Film Semir Gürkan. Semir Gürkan, der halt den Alarmpolizisten auf der Autobahn spielt und dem ich jetzt Hallo sage. Danke fürs nette Gespräch. Er mag auch Star Wars, habe ich erfahren, und ich nehme mal den kleinen R2D2 hier weg. So, ich begrüße euch alle total recht herzlich. In Amerika feiern wir gerade Thanksgiving. Die Amerikaner haben halt Thanksgiving. So, wir haben das nicht. Wir haben Cobra 11, wir haben den Club. Wir freuen uns. Wir sind neutral, wir schauen wirklich. Einige haben schon die neue DVD. Nicht erschrecken, wenn ich immer den Kopf dahin. Ich habe da jetzt keinen, weil ich muss gucken, wenn Kunden kommen, unterbreche ich. Ich gönne mir einfach die Zeit zwischendurch zu schnüffeln, nachzudenken, hin und wieder auch mal zu unterhalten. Ich hatte also das große Glück, mal kurzweilig, aus welchem Grund auch immer, hat also Erdogan Atalay mit mir smalltalkt, und er gehört auch zur Gruppe, er darf sich da also verewigen, also Facebook-Gruppe. Ich grüße auf dem Weg Anita, ich grüße auf dem Weg den Nils, ich grüße auf dem Weg auch die Maya. Ihr seid unheimlich nette Menschen, und ich möchte auf diesem Weg, nicht nur weil heute in Amerika Thanksgiving ist, weil wir jetzt in dieser weihnachtlichen Stimmung sind, vielleicht denke ich mir sogar irgendwas Lustiges aus, 24 Cobra 11 Türchen. Wer sich jetzt angesprochen fühlt, meldet sich. Ihr wisst, wen ich jetzt gemeint habe. Könnten wir ja machen. Wir könnten 24 Cobra 11 Weihnachtstürchen aufmachen. Na, vielleicht macht sie mir das selber, vielleicht macht Nils das selber. Aber die sind alle ausgebucht, die sind in Arbeit. So, im Jahre 2020 kommt das neue Cobra 11 und wir freuen uns drauf. Ja, und ich sag immer, ich bin immer mit Cobra 11 verbunden, weil das wunderbare T-Shirt mich unheimlich wärmt. Und ich habe es schon zigmal gewaschen und durch einen Wolf gedreht, also Heizkörper da, ne, den, und ist in Ordnung, muss ich einfach mal so sagen. Ja, wie spricht man als Fan? Als Fan sagt man, die ist vorbei, weil Cobra 11, so wie wir es kennen, ist halt vorbei. 1996, 2019 ist vorbei. Wir haben jetzt viele verabschiedet, viele haben sich in einem sogenannten Videoclip verabschiedet. Gestern lief zum Beispiel in Bochum die Serie, wo dann die Daniela da mitgemacht hat, habe ich dann also so einen Datenfall bekommen, und ja, warum auch nicht, ich werde mir den sicherlich anschauen und mal gucken, wie Daniela, beziehungsweise, ja genau, wie sie dann da die Daniela sozusagen gespielt hat. So, ich habe schon viele andere gesehen, ich habe ja auch den Daniel gesehen, jetzt in seinen neuartigen Videos, und der ist ja halt in Malibu und dreht auch für die ARD so eine Sache. Wenn ich unterbreche, ist klar, kommt ein Kunde rein, so wie jetzt gerade so eben auch, da muss ich kleine Babys fotografieren, sowas muss ich nämlich auch. So, ich plaudere heute mal aus dem Alltag eines Medien- und Kopiehauses. Herzlich sind Sie willkommen im Copyhaus hier in Frohnau. So, wir sind halt Star Wars involviert. Wir haben hier so ein kleines Star Wars Museum. Wir haben jetzt auch Cobra 11 hier verewigt. Nur von Cobra 11 gibt es leider keine Figuren. Müssen wir mal schauen, wer einen 3D-Drucker hat. Dann könnte man Erdogan und Nils und wie sie so alle geheißen haben, mal kleine Püppchen rausmachen. Wenn dann natürlich große und nicht so kleine. Ist klar. So, Klein Yoda hier habt ihr sicherlich schon gesehen bei Mandalorian. Ja? Wer Mandalorian schon gesehen haben sollte, wir müssen schweigen, weil wir dürfen das erst sehen im Jahre 2020. Und zwar im März. So, im Jahre 2020 dürfen wir auch wieder Cobra 11 sehen. Wenn wir Glück haben, April, Mai oder so. Bei Erdogan weiß man nicht so genau, er hat sich für ein Jahr verabschiedet. Hörte sich lustig an, alle riefen hier Panik an. Ey, Erdogan hat ein Jahr gesagt. Ich frage Erdogan selbst, was er damit meint. So, ich habe mich also bedankt, und ich bedanke mich jetzt zum allerletzten Mal, für so viele Jahre RTL, so viele Jahre Cobra 11, so viele Jahre Erdogan Atalay, Nils Kerwin, der war halt auch lang dabei und ist auch lang dabei und will auch hoffen, dass er
noch länger dabei und ich habe mir, wie gesagt, vieles angesehen. Da sind wir also auch schon beim Kern oder beim Endthema. So wie jetzt, Erdogan hat gerade da, und Cobra 11 hat auch, und Action Concept hat auch. Es gibt viele Möglichkeiten, an der Serie zu bleiben, auch wenn sie jetzt im Moment schläft. Sie schläft ja nicht, weil man bekommt ja zwischendurch mit, so wie gestern, dass sie in Düsseldorf gedreht haben. Und da habe ich ja dieses Dankeschön-Video gemacht, weil ich zufälligerweise das große Glück hatte, mal eben kurz mit ihm zu reden. Ich habe ihm auch hier alles mal per Bild geschickt. Und er sagte auch, er war ein Star Wars-Fan. Deswegen sitze ich jetzt hier in der Star Wars-Lounge und sage, Erdogan Atalay war ein Star Wars-Fan und hat genauso wie meiner einer, der involviert war mit Star Wars. Und auch, naja, ein Fan war ich nie, weil dann ist man Star Wars, ja. Krieg der Sterne hat man mit angefangen, in Kaufhäusern hier als Darth Vader, der jetzt hier auch als 1:1 hängt hier. Wie gesagt, was hat Cobra 11 jetzt mit Star Wars zu tun? Es sind, sagen wir mal, super Serien oder super Filme, super Darsteller in allen Himmelsrichtungen, auch bei Cobra 11. Und Semir hat es halt hingekriegt. Ich habe mir gerade noch die Mimik und das Ganze angesehen. Bin auch begeistert von den Sweatwears, T-Shirts und so weiter, Underwears und die ja so anbietet, Cappies. Viele fallen auch drauf rein und haben sich bei eBay irgendwelche Sachen da zugänglich gemacht, was aber gar nicht echt ist, weil echt ist nur da, wo das wirklich herkommt von Erdogan Atalay. Aber egal, da müsst ihr selber durch, wenn ihr solche Sachen tragt oder tragen mögt. Okay, wie gesagt, ich will heute nicht so ein langes Video machen. Dankeschön reicht einmal. Ich habe halt nur die Idee, so 24 Videoclips zu machen. So als Türchenclips. Ja, so ein Türchenclips, weil Weihnachten ist, Cobra 11, 24 Türchen öffnen und so. Wer da mitmachen möchte, Anita, Maya, Nils hat keine Zeit, er muss nach Berlin. Mit dem hatte ich auch gerade noch gesprochen. Ist klar, Drehschuss, er ist nochmal in Berlin zuständig und hat genug zu tun. Und es ist auch gut so, dass er genug zu tun hat. Und Erdogan hat auch genug zu tun. Das ist auch gut, dass er genug zu tun hat. Pia hat auch genug zu tun. Ich würde sagen, wir haben 11 Uhr. Ja, wir haben 11 Uhr. Die werden wohl noch am Kanapé, also sie werden noch schlafen, weil die hatten gestern ziemlich langen Drehtag. Er hat halt diesmal nichts. Er hat auch nicht aus dem fahrenden Auto oder so. Das war Zufall, dass wir Smalltalk. Ich habe gute Laune gehabt, da habe ich alles mal fotografiert. Er hat zwar mal gesagt, dass er vorbeikommt, jederzeit darf jeder vorbeikommen, jeder darf hier einfach nur gucken. Ich habe auch Kaffee versprochen, kriegt man sicherlich Kaffee und wir können auch vieles anderes machen. Wir haben ja noch ein Foto- und Filmstudio bzw. Restaurant hier oben, ja, haben wir ja auch, wo Arnold Schwarzenegger und diverse andere da waren und auch Jean Van Damme, ne? Jean-Claude Van Damme. So, also wie gesagt, wir haben hier alles. Ja? Nur wir outen uns jetzt, weil jetzt kommt das Jahr 2020. Ich grüße auf dem Wege auch Frank Wendler noch und dann die ganzen aus Friesen. Dann den Detlef Scholz nochmal und dann die, ja, die alle hier so hängen. Viele haben ja ihr Alter. Ich weiß gar nicht, wie es denen geht. Ja? Lee Mayers zum Beispiel, American Stunt, war auch so ein Stuntman, da war ja auch ein toller Film mit Myers da, ja, die anderen, die gibt es nicht mehr, also schon lange her. Wenn ich hier so in meiner Nostalgie sage und da oben die ganzen Star Wars für die Star Wars Fans, Star Wars Launch, Star Wars Fame, Medien, Foto, Filmstudio, ja, man macht ja vieles, aber der Kunde von heute, wenn ich ganz ehrlich bin, der Kunde von heute, der ist halt unterwegs, bremst nicht, schießt weiter, legt Geld auf die Theke und das war's dann. Der Kunde von damals, mit dem konnte man noch Smalltalken. Ja, also ich habe gerade, wie gesagt, musste dann Smalltalken, weil wir Passbilder ja auch für Babys machen. Passbilder für Kleinkinder und natürlich auch für die großen Kinder. Ist klar. Ne? So, und auch Schauspieler lassen sich ablichten. Nicht immer, weil die haben ja die Möglichkeit, mal eben kurz im Studio, mach mal eben ein Foto. Ich muss zum Straßenverkehrsamt oder ich muss halt zur Behörde. Ne? Ich brauche ein Passbild. So, das machen die dann im Studio eben kurz, zack, zack. Ja, also schon, oder ich komme eben ganz kurz hier vor, ich kann es mal eben schneiden und dann, ja, was brauchst du denn? Ja, habe ich ja aufgeschrieben hier, da, hole ich dann gleich ab.
Also ich habe schon viel Spaß hier gehabt, muss ich sagen. Ja, Mord mit Aussicht zum Beispiel, deswegen fing er gerade ein, weil er war immer so nervös. Ey, ich brauche das, ich brauche das. Und dann habe ich auch noch viele Komparsen, die dann irgendwo waren. Und dann auch Schnitt, 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 mach mal eben. Ich habe wieder da, ich muss mich vorstellen. Also mittlerweile sagen die Firmen auch, weißt du was, schick mir irgendwie ein Handyfoto und gut ist. Ja, mittlerweile ist das so. Mittlerweile brauchen die ganzen Schauspieler und Komparsen gar nicht mehr so ein E-Casting, sie brauchen das alles gar nicht mehr. Sie stellen sich vor ihrer eigenen Kamera, Phone, klack, 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 schicken das per WhatsApp und dann gucken die da, ja, der passt oder der passt nicht. Also es verändert sich eine Menge, deswegen mache ich diesen Videoclip, weil ich diese zwei Änderungen merke. Morgen, ja, wen haben wir denn da sogar mit dem kleinen Hund? Hüchtel? Moinsen. So, ihr zwei.